So, dann verabschieden wir uns mal hier aus dem Tempel. Und was machen wir dann? Wir könnten jetzt gleich die Küste weiter runter. Wir hatten hier schon mal nach einem Kräuterhändler gesucht und keinen gefunden, glaube ich. Also es gab dann zwei Gemischtwarenhändler, einen Waffenschmied. Schade eigentlich. Aber nutzen wir die Zeit mal ganz kurz, um ein wenig unser Inventar zu entrümpeln. Ich weiß, es ist tierisch spannend, aber das muss zwischendurch mal sein. So, du dahin, damit jeder schön zwei Proviant hat und unterwegs nicht meckert. Nee, eins. So. Und wie schaut's mit Tarnelen aus? Drei Stück sind hier, die sollten mal lieber zu Talana. Ich brauche die irgendwie häufiger. Du hast keine mehr. Wie sieht's mit den Kräutern aus? Können wir da ein bisschen was zusammenschieben? Sie hat ganz viele Einbeeren. Alles mal hoch. Donfstengel, Ilmenblatt, Alraun und ein Krötenschemel. So, was hast du? Krötenschemel. Ruhig alle drei. Und lauter Sachen, die andere nicht hat. Na gut, dann können die auch hier bleiben. So. Nimm. Hier schlafen. Och nö, das geht schon. Für irgendwelche Begegnungen in der Wildnis dürften wir eigentlich einigermaßen vorbereitet sein. Wir haben ja immer noch die Tränke. Also gucken wir mal ganz kurz zum Hafen. Allein schon der Chance wegen, dass wir auf diese eine Nachfahrin treffen. Es liegen momentan keine Schiffe am Hafen. Schade. Dann halt über den Landweg. Der Landweg wäre da oben, glaube ich. Wir müssen ja erstmal nach Westen zur Küste. Momentan sind wir nur an einem Fluss. Genau, an dem Fluss, da sind wir. Und wir müssen jetzt nach Rovik. Ihr steht am Ufer des Ingwall. Eine Furt führt ans andere Ufer. Wir wollen den Furt durchqueren. Ein, zwei Leute nehmen ein unfreiwilliges Bad. Nein, nur einer ist reingeplumpst. So, Nahrung jagen müssen wir nicht unbedingt, da aber Kräuter suchen sollten wir auf jeden Fall. 4 Stunden und eine Einbeere. Nicht wirklich förderlich das Ganze. So. Und jetzt machen wir weiterreisen und... Oh, Orks. Du stehst falsch. Beweg dich. Ich kann gar nicht den Cursor richtig sehen. Beweg dich mal dahin. Und hau auf den Goblin. Aggressiv. Goblins können gar nichts. Außer weglaufen. Und vielleicht noch ein bisschen Unsinn machen. So, du fängst den da hinten ab. Abwarten. Du kannst auf einen schießen. Ja, du kannst auf den, der neben dir steht, schießen. So, so. Und ruf da. Ah, die haben mehr als 6 Trefferpunkte. Na gut. Mürrem macht auch einen Schritt zurück. Schießt auch drauf. So. Einer weniger. Ich würde gleich mal sagen, 2 weniger. Jupp. Ja, das geht echt schnell bei denen. Dafür dürften sie auch nicht allzu viel dabei haben und auch nicht allzu viele Erfahrungspunkte bringen. Du kannst gleich nochmal schießen. Oh, apropos gleich nochmal schießen. Haben wir eigentlich inzwischen noch genug Pfeile? Denn wir hatten doch schon ein, zwei Kämpfe zwischendurch. Und die dürften recht schnell weggehen. Müssen wir gleich mal gucken. Du machst nix. Du haust wieder drauf. Über den Busch kannst du bestimmt nicht rüberschießen, oder? Schauen wir mal nächste Runde. Du schießt wieder drauf. So, schon war es nur noch einer. Und Dürik läuft zwar mal hin, aber er denkt wohl nicht, dass er es noch erwischen wird. Talana langweilt sich und Gwendolyn läuft dahin. Komm schon. Oh, zäher Goblin. Lauf.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau hinter ihnen. Sehr schön. Den kesseln wir noch ein oder auch nicht. Feiges Pack. Na gut. Oh. Die Hängebrücke, die hatten wir doch schon mal. Wir können einfach versuchen, sie zu überqueren. Wir versuchen aber erstmal lieber unsere Höhenangst zu bekämpfen. Und zwar, betrinken hat letztes Mal eigentlich ganz gut funktioniert. Oder magisch euren Mut erhöhen. Ich war mir letztes Mal nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Es gibt ja einmal den Mut erhöhen Zauberspruch von den Menschenmagiern. Aber es gibt auch die Elfenvariante. Also die erhöht zwar nicht direkt den Mut, aber dadurch kann man halt jemanden beeinflussen, solche Sachen zu überwinden. Das hatten wir vor ein, zwei Folgen auch schon mal. Klicken einfach mal drauf. Talana. Ihr erreicht schweißgebadet, aber glücklich das andere Ufer. Warum sind wir jetzt glücklich wegen dem Zauber? Nee, wohl nur glücklich, weil wir es geschafft haben. Na gut. Ich dachte schon letztes Mal, als wir uns betrunken haben, dass wir deswegen glücklich waren. Ja. Der Weg windet sich an einer Steilklippe entlang. Unter euch könnt ihr in dem Rorvis-Fjord einzelne Torwallerschiffe erkennen. Nach einiger Zeit wird der Pfad jedoch so schlecht, dass ihr an der Klippe entlang kraxeln müsst. Vorsichtshalber seilen wir uns an. Gut, gut. Jetzt müssen wir mehrere Dutzend Meter klettern. Ich hätte doch wieder auf das Schiff warten sollen. Das Wagnis auf uns nehmen. Ihr hangelt euch an der Wand entlang und mehr als einmal rutscht einer von euch mehrere Meter in die Tiefe und kann sich nur an einem Felsvorsprung festhalten. Doch nach fast einer Stunde habt ihr es geschafft. Ihr legt eine kurze Pause ein und reist weiter. Ja, das wird meine Gruppe mir nicht wirklich verzeihen können, dass ich sie da immer wieder durchschicke. So, jetzt war der untere Ausgang ein Hafen, glaube ich. Und wir wollen jetzt nach Chalsingor. Okay, das untere war doch nicht der Hafen, sondern der Landweg. Das da war Chalsingor, richtig? Richtig. Das da dürfte auch ein bisschen näher dran sein. Also wenn wir ein Schiff hierhin finden, Gudarsunden, könnten wir das auch nehmen. Sonst gehen wir einfach zu Fuß. So, alle zurück. Einmal hier rum. Chalsingor, sehr schön. Das nehmen wir doch gleich mal. Kostet nichts und wird 23 Stunden dauern. Jupp. Und wir sollen morgen wiederkommen. Hier gibt es aber hoffentlich eine Herberge. Ja, das schaut gut aus. Dann essen wir doch erstmal ordentlich. Wenn man schon in der Stadt ist, sollte man auch mal was Richtiges essen und nicht immer nur halb durchgebratene Hasen von unterwegs. Und eine schöne Suite nehmen wir auch für eine Nacht. Talana isst erstmal eine davon. Und meditieren nicht vergessen. Das habe ich auch ein, zweimal übersehen. So, sagen wir mal 10. Kann sich nicht genug konzentrieren. Oh, schade. Dann halt so. Schnell zum Hafen, bevor das Schiff abhaut. Wir legen bald ab. Jo, sehr schön. So, und da müssen wir nach uns dem einen Nachfahren umschauen. Und der hieß Algritrondesdotter. Oh, das ist eine Frau. Na gut. Oh, Gwendolyn ist seekrank und verbringt mehr Zeit an der Reling als im Bett. Arme Gwendolyn. Oh, armer Gerugon auch. Dafür regenerieren wir ein bisschen Astralenergie. Also nicht, weil sie an der Reling stehen, sondern weil wir einfach da unterwegs geschlafen haben. Da haben wir einen Tempel und in der Stadt waren wir noch nicht, also huschen wir einmal durch. Das ist ja skurril aufgebaut und nicht gerade klein. Oh, das Haus sieht doch sehr hervorgehoben aus. Da schauen wir doch mal rein. Oder wie spät haben wir es? Wir haben es 4 Uhr morgens. Nein, wir werden nicht um 4 Uhr morgens irgendwo reinprettern und sagen, wir hätten gerne die Karte, die ihr habt. Der Schmiedehammer hat zu. Also am Hafen wahrscheinlich etwas. Wobei ich glaube, selbst die Tavernen haben so spät schon zu. Und nur die Herbergen haben noch offen. Wenn wir jetzt einen Tag schlafen, schlafen wir wahrscheinlich wirklich einen ganzen Tag und nicht nur 2-3 Stunden. Also lassen wir das. Auf der anderen Seite ist die Taverne, die nur bis um 3 geöffnet hat. Also müssen wir jetzt die Zeit totschlagen.
Hier gibt es ein Schiff nach Gudasunden, aber nicht das Schiff, was wir gerne hätten, mit der Nachtfahrerin drauf. Oh, und die Sonne geht langsam auf. Ja, das soll uns doch reichen. Sobald der Hahn kräht, darf man auch Besucher empfangen. Jetzt müssen wir das Haus nur wiederfinden. Wenn sie überhaupt da wohnt, aber ich nehme es einfach mal an. So, hallo. Keine Reaktion. Wollt ihr in das Haus einbrechen? Ärgerlich und ein wenig peinlich. Also gut, da war sie nicht drin. Und da die Taverne erst recht spät aufmachen, werden wir jetzt auf die altmodische Tour jeden Einwohner nerven, bis wir das richtige Haus gefunden haben. Dafür wird unsere Heldengruppe bestimmt bekannt sein. Nicht dafür, dass sie irgendein Schwert gefunden hat oder Orks getötet hat, nein. Sie hat so ziemlich jeden Torwaller genervt, den es hier gibt. Da war schon mal ein Heiler und Algrid Trondesdotter. An der Tür ist ein Schild mit der Aufschrift Algrid Trondesdotter angebracht. Ihr klopft und einen Augenblick später öffnet euch eine junge Frau von vielleicht 18 Jahren. Sie hat glänzende hellblonde Haare. Hier sind doch alle blond hier oben, oder? Na gut. Was kann ich für euch tun? Jorge Torfinson schickt uns. Tut er das wirklich? Guck mal kurz auf meine Liste. Jorge Torfinson in Skjall. Stimmt, der hat uns wirklich den Tipp gegeben. Also sagen wir das einfach mal. Jorge Torfinson kenne ich nicht. Aber was will er denn von mir? Er will gar nichts von euch, sondern wir. Es ist nämlich so. Was? Nochmal. Jorge Torfinson kennt sie nicht. Aber was will er denn von mir? Also sie geht davon aus, also sie kennt ihn nicht und weiß nicht, was er von ihr will. So. Absatz. Er will gar nichts von euch, sondern wir. Warum sollte Jorge Torfinson etwas von uns wollen? Und wer sind wir? Also mit wir meint sie sich und jemand anderen, nehme ich einfach mal an. Ich ignoriere das einfach mal. Es ist nämlich so. Wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Im Auftrag des Hetmans? Und was wollt ihr dann von mir? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja, daran merkt man, dass es ein junger Mensch ist. Es dreht sich um eine Karte. Oder ihr seid doch mit Hügelig verwandt. Wir sollten nicht so direkt sein. Also sagen wir mal, ihr seid doch mit Hügelig verwandt, oder? Das stimmt zwar nicht, aber da seid ihr nicht die Erste, die deswegen zu mir kommt. Naja, bevor ihr mich stundenlang mit Fragen löchert, sage ich euch lieber gleich alles, was mir dazu so einfällt. Boah, die ist aber vielleicht drauf, ne? Na gut. Mein Urgroßvater Trutzke war der einzige Überlebende der Expedition ins Orkland. Auf seine alten Tage ist er ziemlich wirr geworden, hat irgendwas von einer Ruine und einem Schatz erzählt. Seemannsgarn, wenn er mich fragt. In Breida gibt es so einen Knaben namens Asgrim Torboldsson. Okay, Stift her. Asgrim Torboldsson. Wo war das? Breida. Den haben wir noch nicht auf der Liste. So. Also in Breida gibt es so einen Knaben namens Asgrim Torboldsson, der erzählt eine Menge Märchen über Hügelig. Sein Vorfahr Torbold soll angeblich auch überlebt haben. Aber das stimmt nicht. Er will sich wohl nur damit groß tun. Wie jetzt? Also habe ich den aufgeschrieben, um ihn als Verräter zu... Ich schreibe mal hinter Verräter oder Lügner? Fragezeichen. So. Okay. Was hat sie noch? Ich hatte mal eine Karte. Die habe ich von Trutzke geerbt. Natürlich nicht direkt. Er ist ja schon lange tot. Meine Großmutter hat gesagt, dass der Pergamentfetzen von Hügelig persönlich stammt. Vor 2 Jahren kam dann ein Händler vorbei. Oh, von dem Händler haben wir schon mal was gehört. Habe ich mir den Namen aufgeschrieben? Händler Kolborn oder so ähnlich. Der wird es wohl gewesen sein. Ja, ich hätte einmal weiterlesen müssen. Ich glaube, er heißt Kolborn oder so ähnlich. Er hat mir das Nutzungsstück für 5 Dukaten abgekauft. Okay, mehr weiß ich auch nicht. Vielleicht fragt ihr ja bei meinem Vetter Tiomar Svafnilsson. Haben wir einen Tiomar auf unserer Liste? Nein, haben wir nicht. Kommt also auch gleich drauf. Tiomar... Obwohl, der Name kam mir bekannt vor. Svafnilsson.
Aber er steht hier nicht drauf. Also ich habe links auf meinem Zettel die ganzen Hinweise auf Nachkommen. In der Mitte so Krimskrams, sowas wie die Druidenhütte und dergleichen. Und rechts Namen von Städten, aber nirgendwo steht der Svafnilsson. Na gut, also Tiomar, Svafnilsson in, wo war das? Manrek. Da sind wir, glaube ich, noch nicht vorbeigekommen, oder? Doch, das war auf der Insel. Müssen wir da wieder zurück? Na gut. Hat sie noch was? Nee, sie verabschiedet sich von euch. Viel Glück dann noch. Ihr seht euch weiter in Chalsingor um. Tun wir das also. Eigentlich wollte ich hier gleich wieder weg. Ich weiß nur nicht wirklich, wohin. Also gehen wir erstmal ganz kurz in den nächsten Tempel. Speichern da ab. Und in der nächsten Folge überlegen wir uns dann, wo wir genau als nächstes hinreisen wollen. Denn wir haben jetzt ja doch mehrere Möglichkeiten. Aber ich sollte erstmal Algrid Tronsdotter in Chalsingor durchstreichen, damit wir nicht irgendwann wieder hierhin nochmal laufen. Muss ja nicht unbedingt sein, unnötig zickzack zu rennen. So, abspeichern. LP 25. Und wir sehen uns gleich wieder.